Milan hat in den letzten Tagen oft gezeigt, dass er gern viel Geld ausgibt. Die Stolz wollen ihm und seiner Familie heute zeigen, wie es auch anders geht. Liebe Familie Michalidis, wir wollen heute einen schönen Tag mit euch verbringen, ohne viel Geld auszugeben. Wir treffen uns im Zoo in Bremerhaven. Liebe Grüße. Ich glaube eigentlich so, wenn man einen Tag mit wenig Geld verbringen will, ist das größte Problem eigentlich die Kinder, weil die werden ja in jeder Ecke konfrontiert mit irgendwelchen Kaugummiautomaten, Pommesbuden, Stofftieren, genau. Und jeder will dann irgendwas und ich glaube, dann muss man sich schon echt zurücknehmen, wenn man dann wirklich wenig Geld ausgeben will. Wir können ein paar Essenssachen einpacken, ne? Dass wir sagen, wir nehmen vor. Ich pack doch keine Essenssachen ins Zoo ein, bist du verrückt? Warum denn? Das darfst du doch gar nicht. Die wollen doch, dass du da kaufst. Für diese Einstellung zahlt Milan später noch einen stolzen Preis. Mit dem Familienauto geht's jetzt aber erst einmal in das knapp 80 Kilometer entfernte Bremerhaven. Hi. Hallo. Wir waren jetzt mal. Na? Na? Ja, es tut mir leid für die leichte Verzögerung. Tut's dir gar nicht. Bin ich so leicht zu lesen? Ja. Nee, ganz ehrlich, ich war total unterzuckert, bevor ich mit schlechter Laune durchrenne. Ja, also dafür haben wir extra Verpflegung mitgebracht. Ne, ja, warum sagt ihr das denn nicht gleich? Warte, ich bring das Brötchen zurück. Ja, genau, bring mal wieder zurück. Selbstgeschnippeltes statt teurem Imbissfutter. So halten die Stolz ihr weniges Geld zusammen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, wir haben noch nie in unserem Leben Picknickpaket geschnürt, wenn wir weggefahren sind. Deswegen. Ja, ich finde die Idee ganz gut. Ich meine, klar, wenn man nicht so viel Geld hat, um halt mit den Kindern essen zu gehen. Für mich war das jetzt eigentlich selbstverständlich gewesen, dass wir nachher für alle Pommes kaufen. Was meinst du? Sollen wir da mal rein? Nee, ist immer noch nicht fertig. Ja, das stimmt. Wir müssen erst Tickets kaufen, ne? Ja. Ja, wir müssen nur die Karten vorzeigen. Wir haben Karten, damit können wir hier in den Zoo jeden Tag kostenlos rein. Aber die Karten muss man halt einmal im Monat aufladen dafür, ne? Die vier Karten kosten so 32,50, genau. Mit dieser Ermäßigungskarte kommen die Stolz auch kostenlos ins Schwimmbad. Ein Angebot, das die Familie oft nutzt. Denn Bremerhaven verlassen können sie in ihrer finanziellen Situation so gut wie nie. Wie ist das mit Urlaub? Wann war dein letzter Urlaub? Mein letzter Urlaub? Ja. Ach du Schande, das ist bestimmt 12 Jahre her. Oha. 12, 13 Jahre mit meinen Eltern noch damals. Ach du Scheiße. Seitdem ich mit Nathalie zusammen bin, noch nie in Urlaub gewesen. Gar nicht? Nee, gar nicht. Okay. Es ist natürlich schon wirklich eine ganz harte Nummer, wenn jemand 12 Jahre nicht im Urlaub war. Also wir waren jetzt 12 Tage nicht im Urlaub, das ist schon schlimm genug. Aber nee, Spaß beiseite, das ist wirklich fies, weil jeder Mensch braucht irgendwann mal so wirklich so die Seele baumeln lassen, einfach mal irgendwas, auch mal einen anderen Eindruck zu bekommen. Ist einfach wirklich eine so arge Nummer, dass ich auch zu meiner Frau gesagt habe, so eigentlich müsste man ihm so Urlaub schenken. Das heißt, wenn man auf Hartz IV ist, hat man überhaupt nicht die Gelegenheit, irgendwie was zu unternehmen, weil einfach es an den finanziellen Mitteln fehlt. Also kann man, ihr habt überhaupt keine Chance, weil theoretisch müsste man unterstellen, Zeit habt ihr genug, aber ihr habt kein Geld. Das heißt, ihr habt nicht die Möglichkeit, rauszukommen. Man hat ja schon mal geguckt, aber wenn man dann die Preise gesehen hat, dann fiel man einfach um. Dann müsstet ihr jeden Monat irgendwie mindestens 100 Euro sparen, beiseite legen, damit ihr so nach 2 Jahren mal in Urlaub fahren könnt. Guck mal. Guck mal, da kommt er schon. Die sehen so süß aus. Ja, ne? Nach einer Stunde hat die Reisegruppe Hunger und den wollen beide Familienoberhäupter auf ganz unterschiedliche Weise bekämpfen. Ich würde mal vorschlagen, dass ich erstmal eine Runde Pommes ausgebe. Wollt ihr noch was trinken oder so? Nö. Wir haben was mit. Wir haben echt was mitgebracht. Ich hab alles mitgebracht? Ja, natürlich. Setz dich jetzt hin. Ernsthaft? Aber Pommes kann ich doch holen für die Kinder, oder? Nein. Wir holen hier Alter, so richtig ordentlich mit Tupper und so. Ja, na klar. Ja. Guck dir das mal an. Der ist ja richtig gesund. Ja, dann verzichte ich auf die Pommes. Warum sagst du nicht gleich, dass du was Gesundes hast? Ich hab doch gesagt, setz dich hin und halt Klappe. Das heißt nicht, dass es gesund ist. Ja, dann geht nicht peripher setzen, Klappe halten, gucken. Obst und selbstgeschnippeltes Gemüse. Die Ernährungsberatung von Ela scheint schon Früchte zu tragen. Kann ich wenigstens eine Cola holen für jeden von uns? Nein. Auch nicht. Milan setzt seinen Dickkopf durch. Die Strafe bekommt er gleich. Ich glaube, das ist auch manchmal für Milan schwierig, weil er sonst immer derjenige ist, der halt auch gerne gibt oder was Video ausgibt oder? Und so und die andere Situation gar nicht kennt, dass er von anderen irgendwie was bekommt. Und deswegen, ich glaube, er macht es manchmal nur ein bisschen unbeholfen. So würde ich es mal netterweise ausdrücken.
So. Boah, was hast du denn alles? Da hat mich die Kassiererin doch tatsächlich gefragt, ob ich mir sicher bin. Ich so, wieso das denn? Ja, weil das kostet 30 Euro. Alles zusammen, 30 Euro? Jetzt wundere ich mich natürlich nicht, warum ihr die Sachen selber mitbringt, weil das kann ja kein Schwein bezahlen. Ja, 4,20 Euro für einen, so eine Flasche Cola. Ja, da würde ich im normalen Geschäft 4 Flaschen für kriegen. Was lernen wir draus? Das nächste Mal nehmen wir uns Getränke und Essen mit. Wobei ich ehrlich sagen muss, das, was hier ist, ist mega. Das ist genau unser Essen. Wenn ihr euch jeden Tag so super ernähren würdet, dann hättet ihr das Problem gar nicht. Ja, das ist mega, das ist mega, mega. Wir werden das auf jeden Fall auch weiter verfolgen jetzt mit der Ernährung so, weil es halt doch in den Plan so reingeht, auch von der finanziellen Seite. Von daher kann man das einfach so machen. Und Milan hat gelogen. Abnehmen muss nicht immer scheiße schmecken, es schmeckt lecker. Genau, das ist ganz klar. Was hast du das gefunden? Wo hast du das her? Gekauft. Jetzt gerade? Vorhin. Echt? Hast du, das ist aber lieb. Hast du Danke gesagt, Ben? Danke. Bitte. Oh, los geht's. Wie viel hast du dafür bezahlt? 10. Du hast 10 Euro für den Anker ausgegeben? Ja. Musst du da, das ist doch jetzt von deinem Taschengeld bestimmt, ja, oder? Ja. Macht mich jetzt ein bisschen sprachlos. Jason hat gerade sein Taschengeld für einen ganzen Monat verschenkt. Und da war er nicht der Einzige. Oh, Mia, hast du auch so eins? Mhm. Hast du das, von wem hast du das? Von Alina. Hat die Alina dir auch so eins gekauft? Ja. Oh. Ich finde es richtig toll, dass sie ihr Geld so für uns ausgeben. Sie kriegt so 5 Euro oder so in Monaten und er 10. Und da muss man halt richtig viel sparen, um was Schönes zu kaufen, weil schön ist immer teuer. Da habe ich auch zum ersten Mal gedacht, dass ihr echt nette Leute seid. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, dass ihr wirklich Menschen, die sind echt schwer in Ordnung, weil wir haben ultrareiche Freunde, die schenken nie was. Und weißt du, und ihr, die kratzen da von dem Taschengeld zusammen und schenken unseren Kindern was. Das hat mich echt berührt. Da habe ich, und dich ja auch, ne? Das fanden wir echt großartig. Also, mir ist in dem Moment bewusst geworden, wie lieb eure Kinder auch unsere Kinder haben. Das fand ich total mega niedlich, weil man weiß ja immer nicht, wenn man so ein Experiment durchführt, mögen sich die Leute untereinander. Und da war das wirklich so in dem Moment, dass die quasi ihr Geld für unsere Kinder geopfert haben, fand ich mega, mega süß. Das war so niedlich. Eine Woche später in Bremerhaven. So, Pfannkuchen hast du? Jawohl. Ich hab alle anderen Sachen. Wunderschön. Dann auf. Die Stolz machen sich auf den Weg nach Bremen. Milan hat eine Überraschung für Nathalie und Patrick. Die beiden kommen aber auch nicht mit leeren Händen. Denn unter der Alufolie versteckt sich etwas, das gleich für ungläubige Gesichter sorgen soll. Alufolie. Ja, Alufolie. Schenke. Ein UFO. Darf ich aufmachen? Ja. Ja, hau rein. Ja, schon was. Tu mal auf. Wir hatten noch eine Wette, ne? Weil es Milan und Ela bisher nicht geschafft haben, für ihr Pink Pancake Café die gleichnamigen Eierkuchen herzustellen, hat Patrick vor einigen Wochen seine Hilfe angeboten. Ich habe zu Hause so Farben dafür extra, die sowas machen können. Du meinst so Eierfarben? Nee, richtige Lebensmittelfarbe. Aber auch extrem hochkonzentrierte und damit haben wir alles Mögliche schon gefärbt. Wenn das wirklich funktioniert, wenn das wirklich so leicht ist, dann kriegt ihr erstmal so ein Jahr All You Can Eat Pancake bei uns. Alter, wie habt ihr das eingepackt? Ah, ich sehe schon. Ich hab gut eingepackt. Liebe einpacken. Boah, die sind aber pink. Die sind aber. So. Alter Falter, sind die pink. Richtig cool. Ja, du wolltest Pink Pancakes haben. Probiert mal. Für mich ist das natürlich schon relativ witzig, um ehrlich zu sein. Ich meine, ich bin ganz normal, ein ganz normaler Mensch, wie Milan ja eigentlich auch, nur er hat halt viel mehr Geld einfach. Und dass die dann schon seit irgendwie einem halben Jahr daran rumtüffeln, wie man einen Pancake Pink kriegt, dabei ist der Weg, also für mich überhaupt ist gar nicht, das war keine Überlegung wert. Nee, kurz ins Internet rein, rausgesucht, bestellt, fertig. Genau, das finde ich einfach, hat mich ein bisschen amüsiert, um ehrlich zu sein, mehr. Ich finde sie ein bisschen unsüß. Ein bisschen salzig. Sehr neutral. Sehr neutral, aber das muss ja nichts bedeuten. Die Form und die Farbe ist Hammer.
da sieht man auch so ein bisschen, da sieht man Engagement. Die müssen sich wirklich da motiviert gesehen haben, das zu bestellen, das zu kaufen. Das, also, setzen eins. Was hat man gesagt? Eine Woche umsonst Pancake essen, ne? Wenn du die Farbe hinkriegst, oder? Es war tatsächlich ein Jahr. Ach, jetzt ist ja okay, nix. Ja. Ein Monat war das? Ein Jahr. Ach, leck mich am Arsch. Du hast vor der Kamera gesagt, es war ein Jahr. Ich sag, ich bleibe dran, Mann. Du musst überlegen, ich kann ja nicht wirklich dahin kommen. Ich hoffe, du hast kein Auto bis dahin. Also ich wünsche dir alles Glück der Welt, aber ich hoffe, du hast kein Auto bis dahin. Die Pancake Flatrate ist aber nicht das Einzige, was Patrick und seine Frau heute abstauben. Am Ende des Tages winkt nämlich auch noch ein bisschen Ruhm. In meiner Freizeit mache ich natürlich viele Dinge, aber nicht nur, dass ich Klavier spiele schon seit 30 Jahren, aber ich komponiere, ich mache Lieder, ich singe. Also das sind so Sachen, ich brauche was, um kreativ irgendwas zu machen. Es ist so weit, so weit, so gut. Ich bin unterwegs, um die Ferne wieder zu sehen. Ich habe überlegt, ob man nicht so den Alltag der Stolz durchbrechen kann, wenn man mit dem mal zusammen was macht. Dass man vielleicht mal ein Video mit denen dreht, dass sie sich selber mal irgendwie im Fernsehen sehen. So als Video, im Musikvideo. Und ich muss mal gucken, ob die nicht mal Lust zu sowas haben. Hast du denn mal irgendwie gesungen oder so? Oder? Ja, ich habe mal in einer Schüler-Lehrer-Band gesungen halt, in der Schule und im Chor, ne? Was hast du da gesungen? Sing mal was aus dem Chor. Sing mal irgendwas, was von früher. Sankt Niklas war ein Seemann, er liebte Wind und Meer. Alter, du kannst ja besser singen als ich. Das ist ja krass, der Kerl hat ja wirklich Volumen. Das ist ja schon fast Opernniveau. Chor. Chor. Leck mich am Arsch. Ja, Milan wusste natürlich nicht, dass ich scheinbar doch singen kann. Nein, das sagen die immer alle, dass ich das singen kann, aber man selber glaubt sich das ja nicht so wirklich. Und ja gut, er findet es auch, dass ich es gut gemacht habe. Naja, gut gemacht ist ja wohl ein bisschen untertrieben. Ja. Es war einfach nur geil. Punkt. I love you, my mom. Wäre das nicht irgendwie mal geil, wenn wir mal irgendwie zusammen was machen? Ja, warum nicht? Ich habe einen Song für euch geschrieben. Ich weiß nicht, ich fände das irgendwie cool, wenn wir mal zusammen, oder wenn, besser gesagt, wenn ihr in dem Musikvideo die Hauptrolle spielt. Was hältst du denn da? Ja, hättet ihr da mal Bock drauf? Weil das ist ja voll die geile Aktion hier. Kommt auf das Lied an, ne? Das will ich mir zuerst anhören. Das ist doch mal eine geile Nummer, oder? Ja. Geil! Sehr gut. Zwei Wochen später ist es soweit. Die Stolz haben sich herausgeputzt für den ersten Musikvideodreh ihres Lebens. Ja, ich bin natürlich jetzt ziemlich aufgeregt, was heute so halt abläuft, ob wir das so hinkriegen, wie wir uns das gedacht haben. Und dann mal gucken, was der Tag bringt. Auf der Fahrt hört die Familie den Song zum ersten Mal, den Milan extra für sie geschrieben hat. So. Ja, mach mal den Song an. Die Welt dreht sich und nicht um das Glück in aus meiner Sicht. Ich bin allein. Er sagt halt, darum möchte ich frei sein. Und er hätte besser singen können halt, warum möchte ich frei sein? Ja, darum möchte ich frei sein. Ja, das Lied hat natürlich schon ein Stück weit mit unserer jetzigen Situation zu tun, weil wir wollen ja nicht ewig in diesem blöden Trott drinne bleiben, sondern halt wirklich ausbrechen, frei sein. Und das ist halt das, was Milan da halt auch so schön mit reingebracht hat, dieses Freisein. Ja, inhaltlich ist das Lied ja total schön. Aber mir persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt Milans Stimme da nicht so drin, weil er macht einen auf enorm weinerlich da drin. Ja, das stimmt. Als würde er gerade auf dem Klo sitzen und könnte nicht kacken. Gut, dass er nicht in Hörweite sitzt. Milan wartet mit Ela und dem Kameramann am Hafen. Seit dem letzten Treffen der Familien sind zwei Wochen vergangen. Das ist die Natalie, ne? Guck mal, wie die sich angezogen hat, krass. Das ist ein Petticoat-Ding. Ja. Ist ja witzig. Das ist wirklich witzig. Beim Friseur waren sie alle. Kurze Haare. Wow. Ist ja mal ein Auftritt, oder? Jung, dynamisch, knackig. Ja. Nicht schlecht. Und 6 Kilo weniger. Ich wollte gerade sagen, das sieht aber dünner aus. Ihr habt beide 6 Kilo geschafft, ehrlich. Ja. Nicht so Hashtag Fake Gewicht. Nein. Richtig 6 Kilo, ja. Also aber Respekt. Sehr, sehr cool. Du verzichtest im Moment ziemlich viel auf Kohlenhydrate, mein Schatz. Ja, stimmt. Ja, manchmal ändern sich Menschen, manchmal Wir ändern haben sich seitdem Dinge. Keine Nudeln mehr gegessen. Ehrlich nicht? Nee, gar keine mehr.
Wirklich? Ja, so. Nur dann so eine Handvoll Reis und das war's dann. Nicht schlecht. Wir hatten jetzt so kleine Päckchen Quinoa oder sowas. Ja. Das haben wir dann, ein ganzes Paket für uns alle einfach nur. Deswegen habt ihr auch schon so gut abgenommen. Das ist auf jeden Fall. Das finde ich sensationell. Der Videodreh beginnt. Was Patrick noch nicht weiß, sollte Milans Song und das Musikvideo, das erstmal bei YouTube laufen soll, ein Erfolg werden, dann springt auch etwas für die beiden Hartz-IV-Empfänger raus. Stell dir vor, wir kriegen jetzt 2 Millionen Klicks, das heißt, wir kriegen 4.000 Euro, dann teile ich mit denen Hälfte-Hälfte, warum nicht? Das fair. Immerhin haben die sich auch eingebracht, oder? Mhm. Guck mal, haltet einfach mal Händchen, so als Geschwister. Kein Quatsch machen, Jason, stillhalten. Okay, nächste Szene, was ist das? Ela, oben? Ja, oben auf dem Ausblickding dann. Das ist ein Realstück, oder was? Ja. Wie geil. Praktisch ist die Frau, ne? Siehst du? Also egal, was wir mit dem bis jetzt unternommen haben, die waren bis jetzt immer dabei und haben auch wirklich aktiv sich eingebracht. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Man könnte sie im Prinzip nur hinstellen und sagen, wir machen mal irgendwas. Aber gar nicht. Also auch jetzt mit den Ideen finde ich super. Die letzte Station des Drehs ist der Bremerhavener Stadtteil, in dem Milan aufgewachsen ist. Okay, warte. Das musst du mehrfach aufnehmen, ne? Das ist eine ganz wichtige Szene. Ja, nimm noch mal raus. Auch wie er es aufmacht langsam, ne? Das muss noch mal. Ja. Schlüssel mal weg. Das musst du wirklich ein paar Mal machen, weil das ist wichtig. Das ist eine Schlüsselszene. Ja, was natürlich schon interessant ist, ist, wenn man das Lied dann vielleicht irgendwann mal auch in den Chart ziehen würde und dann auch das Video dann natürlich, was hier mit uns ist, wenn das dann so auf Sendern halt läuft, wie was ist MTV, und das ist natürlich schon toll, wenn man dann da sich selber noch mal sehen kann. Nach 4 Stunden ist das Musikvideo im Kasten. Und das ist das Ergebnis. War super schön mit euch? Ja, fand ich auch. Oh, siehst, oh. Dankeschön. Morgen haben wir was ganz Besonderes mit euch vor. Lasst euch überraschen. Wir würden euch gerne einladen. Morgen um 12 bei uns in einem Hafen. Badesachen. Okay. Badesachen bitte nicht vergessen. Okay? Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Der letzte Tag des Sozialexperiments ist angebrochen. Heute treffen sich die Familien an einem Yachthafen in Weihe bei Bremen. Unsere Lieblingsfamilie aus Bremerhaven. So, wir sind heute in einem Hafen. Was macht man in einem Hafen? Na ja, rausfahren. Ganz genau. Wir haben uns heute so einen richtig entspannten, letzten, schönen Abschlusstag. Was haltet ihr davon? Ja, geil. 8 Wochen ist es her, dass Familie Michalides und Familie Stoll sich kennenlernten. Die letzten 10 Tage haben sich nur die Erwachsenen, nicht die Kinder gesehen. Wir sind uns sehr glücklich. Wir sind uns sehr glücklich. Warum? Weil wir uns lange wieder gesehen haben. Irgendwie, es kommt für uns lang vor. Hallo. Hallo. Alex. Nathalie. Freund von mir. Patrick. Hi. Alex, wie, du hast ja doch Freunde? Ich hab doch Freunde. Wow. Wirklich, du siehst, also selten, aber ich habe doch Freunde. Ja, das ist unser Captain heute. Hallo. Das ist sein Boot. Hallo. Als wir ankamen, war natürlich schon so, bams, Yacht, 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 Yacht. Und dann diese ganzen muskulösen und braungebrannten Typen und alles war halt doch schon ziemlich flashig. Leinen los. Wow. Wow, los geht's. Ich achte sehr, sehr vorsichtig. Nicht. Ja, ich hab's. Es gibt noch eine weitere Überraschung für die Stolz. Fallen lassen, weil das ist etwas ganz Besonderes für euch. Das ist etwas, wo wir vielleicht jetzt sogar den richtigen Zeitpunkt mal wählen könnten. Nathalie, kommst du mal hin? Es gibt so eine Sache, die war immer wieder Thema. Und haben uns überlegt, überreichen wir euch ein kleines Geschenk von uns, von meiner Frau und von mir. Weil ihr wirklich 2 nette Menschen seid, wir uns so quasi gefunden haben und ich sagen muss, ey, ist super mit euch anständig umzukommen. Jetzt kommt der emotionale Teil. Ich würde euch das einfach mal so übergeben. Das ist mit Liebe von uns an euch. Und das haben wir uns für euch überlegt. So, geht doch. Das ist euer Ernst. Magst du mal vorlesen? Lies mal vor. Gutschein für eine Reise nach Ägypten. Viel Spaß, eure Familie Michalides. Alter, ihr seid irre, ehrlich. Von jemandem, den man erst seit 2 Monaten kennt, besser geht. Was Schöneres hat noch nie einer gemacht. Ich für meinen Teil habe sehr nette Leute kennengelernt
die ich auch, und das hat was zu bedeuten, wenn ich das wirklich sage, die ich auch als Freunde sehe. Und für uns letzten Endes, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, und der steht über allem, für uns ist klar geworden, auch mit diesem Experiment, wir haben fremde Menschen kennengelernt, jetzt euch, die kein Geld haben, was aber überhaupt keine Rolle gespielt hat für unsere Beziehung. Und das war halt so das Schöne daran, weil egal wie jetzt die Unterschiede auch sein mögen, wir haben uns trotzdem auf einer Basis gefunden, wo man wirklich sagen kann, wir haben so aufrichtig und ehrlich haben sich so Menschen gefunden, die sich wirklich gerne haben. Ne? Ich finde, das, was mir persönlich am meisten gebracht hat von diesem Sozialexperiment, ist einfach, dass ich gesehen habe, dass es wirklich Familien gibt, die auch mit wenig Geld überhaupt nicht diesem Hartz-Klischee entsprechen. Ja, weil die Familie Stoll einfach eine super liebe Familie ist, die das Beste draus macht aus ihrem Leben. Und ich habe auch das Gefühl, die haben einfach einen super Familienzusammenhalt. Ja, das ist jetzt nicht so ein Desinteresse, wie man sich das bei solchen Familien manchmal vorstellt, den Kindern gegenüber oder so, sondern die sind super zusammen, die sind ein Team und die stehen zu sich und das finde ich ganz, ganz toll. Diese zwei Familien aus zwei unterschiedlichen Welten hätten sich ohne das Experiment niemals getroffen. Sie haben erfahren, dass man Vorurteile überwinden kann und die finanziellen Unterschiede kann...